So, jetzt bin ich in Leipzig bei der Firma Folienkult angekommen und dann wird gleich der Raptor nochmal foliert bzw. die hinteren Scheiben nochmal getönt. Mal schauen, welche Folie dann halt am besten dazu passt. Was sagst denn du, was besser passen würde? Also bei meinem Vorgänger-Raptor, das ist ja jetzt schon mein zweiter, da hatten wir komplett schwarz. Mhm. Aber da hatte auch eine andere Farbe. Mhm. Da war hellblau. Bei den Getönten macht das dann nachher gar nicht so einen großen Unterschied, gell? Durch die Vortönung summiert sich das halt, ne? Und wenn jetzt die andere Seite auch noch getönt ist, Da siehst du dann gleich gar nichts mehr. Da wirkt sogar die 85% rechts als jetzt. Dann wieder außen. Da würde ich sagen, dann nehmen wir lieber vielleicht die hellere. Vielleicht mal hier gucken, mit der Seite. So groß ist der Unterschied jetzt nicht. Aber es ist halt ein bisschen angenehmer, die hellere von innen. Ja, würde ich auch sagen. Dass man die 85er nimmt. Genau. Nehmen wir nicht die ganz dunkle. Weil wenn ja mal jemand mitfährt, ja, nicht, dass der an den Dunkeln verschwindet. Es wird ja eh noch dunkel. Die machen wir ja auch, gell, hinten. Ringsrum. Die drei Stück. Ja. Ne, dann nehmen wir die etwas hellere. Die dunkle, das wird dann nachher zu dunkel. Mein Empfinden. So.
Jetzt sind die Scheiben hinten getönt. Alles fertig. Gut. Perfekt. Alles gut. So, das war's erstmal gewesen. Neuester Stand zum Ford Ranger Raptor. Dann macht's gut, bis zu einem meiner nächsten Videos. Tschüss!